Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Ogrutz und das hier ist wieder mal Blood Bowl 2 und diesmal mit den Keksfabrik-Invadern. Wir schauen uns unser Team ganz kurz an. Naja, nennen wir es Team. Es sind noch 7 Spieler übrig. 2 davon fallen diese Runde aus. Das heißt, mit 5 Mann auf dem Feld kriegen wir 6 Loner gestellt. Würde 300.000 auf unseren Team-Value adden, wären wir bei 950. Unser Gegner hat 1060. Das heißt, wir könnten an diesem Umstand noch ein wenig ändern. Und ich glaube, ich mag einfach mittel- bis langfristig wieder einen Rattenoger dabei haben. Deswegen werden wir uns da jetzt einen kaufen. So, T. Ripplechock. Ein dreifach Schokokeks. Sieht der cool aus? Oder sieht der cool aus? Oder sieht der cool aus? Ich weiß nicht, die sehen alle. Nehmen wir mal die Blindfolded Edition. Und sagen kaufen. So. Käufe bestätigen. Damit haben wir jetzt einen Teamwert von 760. Und es kommen natürlich jetzt auch nur noch 5 dazu. 250. Das heißt, wir sind bei 1010. Haben dann noch 50.000 übrig. Für gegebenenfalls einmal Bloodwiser Babes, damit wir schneller wieder auf die Palette kommen. Und müssen dann gucken, wie wir uns jetzt hier in Runde 2 schlagen mit diesem Krüppel-Team im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, unsere nächste Anschaffung wäre dann gegebenenfalls der dritte Gossenläufer wieder zurück. Und dann sind wir wieder on track. Werfer haben wir noch 2. Stormwormans haben wir auch noch eigentlich 2. Was wir nicht mehr haben, sind Feldspieler. Die müssen wir uns dann nach und nach wiederholen. Aber wie gesagt, so viel Geld müssen wir halt auch erstmal haben. Die nächsten 80.000 wandern auf jeden Fall in den Gutterrunner. Und dann schauen wir weiter. Ja, wir warten jetzt noch auf den Gegner. Es könnte natürlich durchaus noch ein bisschen dauern, also schalte ich euch dazu wieder weg und hole euch gleich wieder. So, da sind wir wieder und der Gegner ist auch online. Also fordern wir ihn einfach mal ein bisschen raus. 1,5 Minütchen. Vielleicht kommt er auch noch in den Discord. Who knows? Ja, bin mal schwer gespannt. Das Witzige bei der Krüppelliga ist halt, dadurch, dass Rerolls verboten sind, ist es letztlich auch relativ egal, ob man mit den Austauschjungs spielt oder mit seinen eigenen. Der einzige Unterschied ist, dass die eigenen theoretisch leveln könnten. So, Portokasse 50. Zack, einmal die Babes dazu und bestätigen. So, dann spielen wir jetzt gegen die Dunkelelfen. Was mir ein bisschen Angst macht, sind die Assassinen, denn die würfeln ja direkt gegen die Rüstung. Kriegen dafür zwar keine Starspielerpunkte, aber können natürlich Teams ganz gut auseinanderrupfen. Wir spielen in der Konditorei Ratte und es regnet. Das tut dem Teig natürlich nicht gut. Und die Kekse werden dann so ein bisschen weich. Ich hoffe mal, dass das ausbleibt. Denn weiche Kekse hatten wir im letzten Spiel, wie ihr gesehen habt. So, da ist der neue Triple Chock. Bin mal gespannt, ob er ein bisschen was reißen kann. So, die ewigen Helden von Krali sind da. Weiß-rote Elfen, die schreien ja quasi nach Prügel. Er stellt sich selber zur Verteidigung auf. Das ist natürlich ein mutiges Ding. Aber kann natürlich ganz gut funktionieren. Wir haben nur einen Stormwormen und einen Werfer mit Block. Das heißt, unsere... Ja.
unsere. Unsere Varianten sind ein wenig eingegrenzt. So, das ist ein Blitzer. Das ist ein Feldspieler, das ist ein Feldspieler. Den packen wir erstmal wieder nach vorne hier. Drei Lohner da in die Mitte. Ein Loner dran. Muss mal ein bisschen aggressiver aufstellen als für gewöhnlich. Ein bisschen asynchron stehen wir auch, aber das ist jetzt mal egal. So. Da einen hin, da den anderen hin, dann sind wir einfach leicht asynchron und nicht schwer asynchron. So, was haben wir zu unterbieten? Wir hatten 10 Turnover, glaube ich, beim letzten Mal, mindestens. Oh, sehr schön, das Wetter ist besser und der Ball liegt sehr dicht an der Außenlinie. Er kommt ran. Keine Hexenkriegerin am Start. Dann wechselt er erstmal die Seiten. Tja, absichern halt erstmal. Wechselt er auch ein bisschen die Seite. Versuchen wir erstmal all das zu bewegen, was wir nicht dringend brauchen. Dort hinüber. So, Ballaufnahme klappt ja relativ sicher, aber trotzdem wollen wir natürlich erstmal blocken hier. So, erste Aktion mit Würfeln. Hat funktioniert. Und folgen. Und ein K.O. M. Schumacher. Er ist auch gelungen. Auch durch die Rüstung. Der Lona geht da vorne hin, um unseren Rattenoger etwas zu schützen. Der geht dahin, um unseren Dings ein wenig zu schützen. Wir versuchen das Bällchen aufzunehmen. Zweimal auf 67% macht ungefähr 88. Das hat funktioniert. Das heißt, die Frage, blocken wir und blitzen woanders oder machen wir es andersrum? Problem ist, wenn wir hier reinblitzen, dann exponieren wir uns sehr dem Assassinen. Deswegen glaube ich, probieren wir es da mit drei Würfeln. Da ist gut was bei rumgekommen. Jawohl, eine Verletzung. Wayne Gretzky. Der ist auch, glaube ich, nicht mehr so aktiv. Einen Nickling haben wir ihm verpasst. Dann gehen wir hier neben unseren Dings. Und schützen ihn ein wenig. Wir haben jetzt natürlich eine sehr löchrige Aufstellung.
So, die üblichen. So, da kommen wir ran. Überall. Das ist natürlich jetzt interessant. Da gibt's für den Loner einen auf die Nase. Er kommt nicht nach, das heißt, ich kann mir die Verstärkung stellen. Das ist natürlich ganz schön. Da geht's weiter zurück für ihn. Das Gute ist, dass wir einen Blitzer rausgehauen haben. Das heißt, eine der Personen, die blocken kann oder darf. Was hat er denn da? Springen. Springen ist natürlich ein interessanter Pick. Gute Frage, nächste Frage. Das hier ist relativ ungefährlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hallihallo. Jetzt hier ein bisschen absichern. Nein, ich höre dich nicht. Totenstille. Mich kurz überlegen. 5 plus 2 sind 7, wären dann aka 3 Würfel, ne? Geht auch nochmal 2 nach vorne. Und wieder raus. Hallihallo. Klingt immer noch nicht besser. So, machen wir hier erst einen normalen Block. Mit gegen ohne. Folgen wir. Oh, schon wieder durch die Rüstung. So, dann würden wir versuchen, ob er nochmal blitzen darf. Das wären 3 Würfel. 3 Würfel sind gut. Aber da kommen wir nicht durch. Hier noch mit 2, der Loner tut sein Bestes im Schubsen. Ja, ist natürlich doof, das Mikro anzupassen, während man auch spielen muss. Also werden wir Kralli wahrscheinlich jetzt erstmal ein Weilchen nicht hören und gegebenenfalls irgendwann in meinem Zug kommt dann mal ein Huhu. So, da ist eine 6 am Start. Und da gibt es einen K.O. Und K.O. für Triple Chalk. Das heißt, wir sind jetzt wieder in Gleichzahl auf dem Feld. Durch so einen fiesen Assassinen hier. Ja.
Den Einser noch. Und ein Push. Okay. Ich sagen, fangen wir mal hier an. Da ist die Doppel-1. Und direkt eine Verletzung. Ja, super. Träumchen. Und Turnover. So. Ja, das erinnert uns eher an das letzte Spiel. Erste Aktion der Runde, Doppel-1. Ein Träumchen. Jetzt kann es natürlich sein, dass er gerade an seinem Mikro rumfummelt. Nee, er ist am Start. Okay, gut. Oder was heißt gut? Ansichtssache. ja, schade. Das war jetzt kein sonderlich guter Raumgewinn. Und mit Unterzahl auf dem Feld. Gar nicht so angenehm. War aber, glaube ich, nichts Schlimmes, ne? So, da flüchtet sie, die Assassinensau. Naja, aber eigentlich der Böse ist ja hier vorne, der mit dem Springen, der Schnackel da. Jetzt will er ihn auch noch erstechen. Und er würfelt die 6. Interessant. Zumindest mal liegt der Ball halbwegs okay. Und der Blitz ist weg. So, mal gucken. Ja, könnte, muss aber nicht. Es wird zugestellt. Legitime Sache. Da hilft uns Dodge. Okay. Naja, gibt mir aber die Runde wieder. Das würde ich gegebenenfalls ja nicht machen. Meine Runde kann ja sehr schnell wieder vorbei sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der ist natürlich auch noch ausgerechnet der langsame welche. Aber so langsam müssen wir mal auf die andere Seite. Das hilft ja nicht. Dann stellen wir uns einfach mal ran. Verfluchte Axt. Da läuft nicht viel. Hi ho. So, da stehen ausgerechnet die beiden Blitzer. Und der Dodge geht nicht so richtig gut. Ja gut, sowas ähnliches wie Ballbesitz haben wir noch. Aber nicht mehr viele Skaven auf dem Platz. Okay.
check ich mal, ob ich in einen anderen Channel komme. Wir haben einen Raum 1 einfach. Hallo, hallo? Nö, ich höre dich immer noch nicht. Seltsam. Was ich bei meinem Discord mal hatte, ist, wenn du, wenn du nicht genügend Admin-Rechte hast in den Channels, dann musst du... Wow. Reicht leider. Dann musst du Push-to-Talk einschalten. Dann funktioniert die Sprachaktivierung nicht. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie man es gefixt hat. Ich glaube einfach den Leuten Gilden- oder Clan-Rechte geben oder was auch immer, wie man das nennen möchte. So, das sieht ja scheiße aus hier. Stark anfangen und dann stark nachlassen. Rettet uns zum Glück ausweichen so ein bisschen. Da rettet es uns nicht. Krass, deine ganzen schlechten Würfe sind nur bei den Blockern. Das ist ja elend. Ja, zweimal diese Runde schon. Aber macht ja nichts. Ich bin ja Leid gewohnt. So. Einmal darüber. Immerhin. Bleiben. Tja, hinstellen, was soll's. Wird ja auch nicht besser. Sonst. Mit Block gegen ohne, das kann gehen. Leider geht nichts mehr durch die Rüstung, das ist ein bisschen doof. Und wir stehen uns selber ein ganz klein wenig im Weg rum. Puh. Und das kann ich jetzt nicht lesen. Das musst du selber konfigurieren. Die kannst du dir frei aussuchen. Am besten eine, die nicht bei Blood Bowl auf dem Kamerawechsel liegt oder so, sonst kriegst du ein Klabaster. Gibt's nicht. Was ein Schrott. Ja, hilft halt nichts mit der Unterzahl. Das ist Fortschritt in die falsche Richtung. Assassinen sind einfach ultra stark. In dem Environment. Normalerweise klatscht man sie um und dann liegen sie da, weil sie eine Rüstung 7 haben. Aber so ganz ohne Rerolls.
regulärer Block. Einmal gepusht. Vergessen, den aufzustellen. Ich glaube schon, ne? Dumm von mir. Mit Unterzahl die Leute nicht aufstellen. Stechen daneben. Und da ist er, der Doppelskull. Das war dann mal halbwegs schön. Ja, wir stehen da ein bisschen doof. Das heißt, hier stellen wir uns auf jeden Fall hin. Halt immer die Frage, wenn man komplett ohne Revolts spielen muss, lernt man sich oder lehrt man sich tatsächlich irgendwie anders zu spielen? In dem Fall glaube ich fast, dass hier erst rausdodgen pfiffiger ist. Shadowing könnte er. Ein bisschen wetzen. So, die Frage ist jetzt, was planen wir überhaupt noch zu tun? Das könnte nämlich fast auch schon der Blitz werden. Rumrennen. Ich habe doch einen Reroll. Aber gut. Es ist natürlich eine 1 und eine 2. Und mit so schlechten Ergebnissen liegt man auch mit Reroll auf der Schnauze. Okay, die Überzahl ist jetzt nicht monströs. Da kommen zwar ein paar Blocks bei rum. Aber an den Ball zu kommen, ist trotzdem risky. Bisschen Druck aufgebaut. Reicht leider. Blocken ist cheaten. Definitiv. Ist gelungen. Aber er fällt. Warum's? Und fast mehr Verletzungen als ich im ganzen Spiel. Na egal. Das ist jetzt gelogen. Und jammern auf hohem Niveau. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Der kommt quasi überall hin. Der kommt nicht überall hin.
Der käme dorthin. Tja, wie viel Angst haben wir vor der Doppel-1? Das geht gar nicht. Gehen da einmal rüber. Das reicht ausnahmsweise mal auf unserer Seite. Unser einziger Blocker auf dem Feld. So, dann probieren wir hier nochmal so ein... Ja, das ist nicht so gut. Wegen dem da. Wegen diesen jenen welchen. Müssen uns da tatsächlich ranstellen. Wenn wir es hier nochmal. Böse Assassine. Ist böse. Kurz gucken. Einer gegen einen. Fehlgeschlagen. Das Fiese ist halt, es kann nichts Schlimmes passieren bei diesem Erstechen. Obwohl, er hat auch echt Pech jetzt. Da ist der Niederschlag für Tantuk. Aber Glück gehabt. Stellte alles zu. Okay, da blockt er. Das ist gut. Da komme ich durch. Dann ist leider noch ein Block hier. Okay, mit dem ging jetzt gar nicht auf der Kette. Er kommt da so richtig dran. Puh, Glück gehabt. Schieben wäre geil gewesen. Touchdown in seiner Runde. Na gut, egal was wir hier machen, es ist einfach zu riskant. Viel zu riskant einfach. Ja, keine Doppel-1 halt, ne? Wenigstens mit 1-0 in die Pause gehen. Und hoffen, dass die K.O.s wiederkommen. 150k für den Rattenunger bezahlt, dass der nur einen raushaut und dann nicht mehr mitspielt, ist nicht so geplant. So, der Verletzte bleibt verletzt. Die anderen beiden sind wieder da, das ist schön. Sein Verletzter bleibt auch verletzt.
Und die K.O. sind auch wieder da. Das heißt, unsere Spieler sind sich relativ einig. Nur für den Fall, dass du dich wunderst, warum ich die ganze Zeit wie so ein Idiot rede. Ich nehme nebenbei für YouTube auf, falls du mich nicht kennst. Also, das ist keine schizophrene Warnstörung oder so. So, letzte Runde. Dann braucht man da natürlich nicht viel hinstellen. So. Drei Loner an die Front. Ja, das ist auffallend korrekt. Das wäre ein Ticken cooler. Aber gut, wenn die Config gerade spinnt, das kann halt so viele Gründe haben. Wenn du dein Mikro gemutet. Siehst du denn, dass du leuchtest, wenn du sprichst? Ja, das Ding ist, wir könnten wahrscheinlich jetzt in die Eingangshalle gehen und könnten sprechen. Das Problem ist dann, sind alle, die da drin sind, mit im Video und die reden ja manchmal sehr viel und sehr seltsame Sachen. Müsstest du gleich mal gucken, ob du irgendwie Kram oder Arioso kriegst. Da muss irgendwas mit deinen Rechten nicht okay sein. Das ist eine sehr subtil aggressive Aufstellung. Beide Mannschaften gewinnen einen Zug hinzu. Das war jetzt nicht so das Traumergebnis. Das war gut. Schön straight geschubst. Einmal K.O. Kurze Frage, wie lange spielst du schon Blood Bowl? Noch einer direkt. Weil die Erstechens, ja okay, haben natürlich eine geringere Fehlerquote, aber geben halt keine Starspielerpunkte, ne? Also für die Teamentwicklung ist Leute erstechen halt nicht so super geil. Aber wenn du natürlich jetzt fürs Spiel spielst, die Chance, mich zu töten, ist damit höher. Da folgt vermutlich noch ein Blitz. Da liegt er. Ja. Mit dem Fuß ins Gesicht. Dass man euch nicht beibringt, dass man sowas nicht macht. Ball ist da. Pass läuft.
7. Okay, eine Verletzung noch rausgeholt durch die Bonusrunde. So, jetzt müssen halt Sachen klappen. Habe ich schon wieder vergessen, ihn oben aufzustellen? Oder hat der eben noch Sternchen auf den Augen gehabt? Na gut, im Zweifel wäre er von 3 Leuten verprügelt worden. Im Zweifel darfst du jetzt 6-mal in Folge keine 1 würfeln oder so, damit das noch klappt. So, die ersten beiden 1er haben funktioniert. Und da geht's vorbei. Aber nichts Schlimmes passiert, also doch nur das Ergebnis, was eigentlich eh feststand. Also ohne das Kick-Off-Ergebnis. So, der bleibt. Die stehen auf. Die bleiben. Von den Jungs wieder nach vorne. Gravums. So. Ist natürlich jetzt relativ offen das Feld. Aber was soll's? Diesmal auch schon etwas weniger aggressiv.
Aber jetzt muss man auch wieder alle Eventualitäten mit einberechnen. Und gefangen. Wie langweilig. Reicht leider. Und eine Verletzung. 2:2. Wieder Gleichstand. Diesmal kommt zuerst der Blitz. Doppel-6, jetzt will er es aber wissen. Cage, scheinbar. Und eine Behinderung. So, jetzt kommt wieder die Frage, Risiko gegen Gier. Und verletzt. Und fehlgeschlagen. So, 2 vom Feld. Damit steht die Verletzungsstatistik jetzt 3-2 und wir sind wieder in Unterzahl. Jetzt müssen wir gucken, was wir aus der Geschichte machen. Da sollten wir uns wohl hinstellen. Da rennen wir mal ein Stück rüber. Da würden wir eine Behinderung probieren. Obwohl, who knows. Drei Würfel. Gelingt soweit. Aber wir kommen natürlich nicht an ihn ran jetzt dadurch. Und leider läuft der Dodge auch nicht so berauschend. Und Turnover in der ersten Runde wieder. Fällt unter die Kategorie geht so.
Okay, interessant. Ja, 6 und 5. Würfel rollen gut da drüben. Und an Seiten wechseln mit dem Bällchen. Kommt da eine Übergabe? Ja, kommt sie, aber... Das fluppt nicht so richtig. Jetzt müssten wir natürlich überlegen zu spielen wie Ratten. Am Hinstellen geht nichts vorbei. Ungefähr so. Wobei das doof ist, so ist besser. Mal so. Eigentlich riskant. Wir machen erst die... Naja, es gibt keine sicheren Blocks. Wie man sieht. Ja, da sind wir bei den sicheren Blocks. Unserer ist K.O., seiner ist K.O. Ich würde sagen, der Verlust für uns ist höher. Aber was soll's. Wir hätten sie natürlich auch kriegen können, aber mit dem Ergebnis natürlich auch wiederum nicht. Stehen besser als letzte Runde, aber es ist nicht gut. Kommt so ein bisschen Kinderfußball. 22 Leute auf den Ball. Dickes Kuscheln. Da wird geschubst, was das Zeug hält. Leider wählt er den falschen Würfel. So, wird geschubst. Next Block und Ausweichen rettet uns zum Glück. Aber jetzt fehlt nur nicht mehr viel. Und einmal pushen. Dort hinüber.
Ja, keine Doppel-1. Gelungen. Und jetzt wohin mit dem Ding? Gelingt leider. Und da könnte jetzt noch einer folgen. Oh, aber darüber. Und leider auch das gelungen. Ärgerlich. Ärgerlich. Kommt natürlich immer noch dran, aber es ist mit Würfeln behaftet. Was recht doof ist. Also erstmal wieder hinstellen. Das läuft nicht gut. Schon mal gut, dass wir die Zweier schon mal aus der Leiste haben. Dreimal ausweichen und dann nur an einen Würfelblock. Das ist ja richtig scheiße. Das ist ja ziemlich das Gleiche. Ist dann halt eine Zusatzbewegung. So, der Part hat funktioniert. So, und da war die Doppel-1. Ja, Doppel-1. Ein Träumchen. Damit können wir natürlich jetzt dem Ganzen nichts mehr entgegensetzen. Das heißt jetzt nur keine 1. Da ist leider eine echte 6 dabei. Und er dreht sich auf den Rüssel. Der Lebkuchen. Da kommt der Blitz. Leider auch eine echte 6. Und ein Durchschlag. Ja, Glückwunsch. Das kann ich wohl nicht mehr aufhalten. So,
Sieht so aus, als wolle da jemand stallen. Nee, doch nicht. Ja, Glückwunsch. Ausgleich. Spiel wieder komplett offen. Mit leichten Vorteilen für den Dunkelelf. Aufgrund der höheren Spieleranzahl. Und der Rattenoger kommt trotz Babe nicht wieder. Das ist natürlich jetzt ein harter Schlag. Damit sind wir zwei Mann in Unterzahl. Das könnte ein bisschen eng werden. Also nicht die zwei Mann in Unterzahl, aber die generell nur noch sieben Leute besitzen. Neun Runden noch zu spielen, fünf bei mir, vier bei ihm. So, Ball landet dort drüben. Risikolose Optionen gibt es nicht. Das wäre schon fast das Aus mit jedem anderen Spieler gewesen. Ärgerlich. Aber gut, wenn es so ist, dann müssen wir hier natürlich den Ball absichern. Müssen die Loner beweisen, dass sie auch ein bisschen was mit dem Spiel zu tun haben wollen. Nehmen wir so mit Block gegen ohne. Leider nur durch die Rüstung. Kein Versuch eines Ausgleichs. Sehr große Übermacht, optisch. Aber wenigstens nur ein Blitz. Keine Blocks übrig gelassen. Rums reicht. Und schon wieder mit dem Fuß ins Gesicht. Diese unhöflichen Spitzohren da. Okay, interessant.
und da fällt er. Tut sich aber nichts. Tja, ist die Frage, wen oder was? Hatten die Option, ihn hier als Verstärkung zu nutzen? Oder wir rennen einfach durch die Gegend. Ich glaube, das gefällt uns ganz gut. Steht natürlich nicht geil da. Leider wieder auch kein Glück. Aber... Schön. Einmal K.O.-Box. Michael Schumacher, ich glaube, das ist zum zweiten Mal K.O. heute. Ein voller Anti-Cage, aber ist egal. Haben wir irgendwelche Spieler vergessen? Leider nein, wir haben keine mehr. Müssen wir den Zug so beenden. Und halt hoffen. Fünf raus gegen drei raus. Immer noch zweimal in Unterzahl. Da kommen negierte Tackle-Zonen. Alles tot gekuschelt. Oh, die Doppel-1. Das ist ärgerlich. Ein K.O. Das ist auch ärgerlich vielleicht. Aber ich glaube, der Turnover ist ärgerlicherer. Das wäre ein Einser jetzt. Alles irgendwelche komischen Einser-Blocks hier. Außer wir blocken mit dem Ballträger, was natürlich auch auf der Pfiffigkeitsskala sehr weit unten liegt. Muss ja die Chance höher. Dass ein Block funktioniert, sind 67%. Dass ein Dodge funktioniert mit Reroll, ist höher. Theoretisch. Aber irgendwie sind 6 Ratten ein bisschen wenig. Das wäre auch ein Einser.
Ja, irgendein Tod muss man sterben, ne? Probieren wir das. Pushen reicht. Bleiben. Da könnten wir hin. Und da rein. Haben wir hier theoretisch zwei Würfel. Da war wieder ein Einer mit Block gegen ohne. Folgen. Nichts passiert. Da wird gedrückt. Und nicht gefolgt. Müssen wir da so ein Löchlein schließen, glaube ich. Ungefähr so. Einen der Lohner als Opfer am Rand stellen, damit er zumindest mal eine Bewegung ein wenig eingegrenzt ist. So, da rennen sie alle wieder. Da wird geschubst. Aber stehen natürlich noch im Weg. Das ist ganz gut. Da wird der Touchdown vorbereitet. Ja, in Runde 15 muss man sich absichern. Guter Spielzug. Da kommt der Blitz. Und der geht ein bisschen in die Hose. Was dann wiederum ganz gut ist für mich natürlich. So, jetzt müssen wir kurz den Kopf nicht verlieren und Backengedöns machen. Ich glaube, er muss mal dahin. Ja, Glückwunsch noch nicht ganz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So ein Pass klappt ja auch nicht immer. In dem Fall ja. Einen ganzen Starspielerpunkt durch Pässe mit einem Skaven-Team. So, jetzt würdest du natürlich ganz gerne gucken, dass du da hinkommst. Du wärst derjenige, welche der blitzen wollen würde gegen den bösen Assassinenmann. Bleiben.
Und eine Verletzung auf Boris Becker. Eieiei. Ein Punkt Rüstungswert. Das ist natürlich doof bei den Jungs. Das ist ein Ausweichen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, da müssen wir uns jetzt ranstellen, leider. Das war nicht so der geilste Move. Der kommt nicht wirklich ran. Also versuchen wir einfach eine Magic-Aktion hier mit den Jungs. So ein bisschen weiter abzusichern. Sehr schön. Einfach ein bisschen aus dem Weg. Und er muss wieder aufstehen. So, das waren unsere Spieler, die wir haben. So, da kommt die Verstärkung ran gegen das Ureo. Ist natürlich für eine Runde im Spiel, also es sah jetzt im Spiel vier Runden gut für uns aus und das waren die ersten beiden, wo wir die Nase vorne hatten und jetzt die letzten beiden, wo Kralli ein ganz klein wenig Pech hatte. Doppel ausweichen, doppelt zum Ball gehen. Ja, viermal keine Eins. Und da ist natürlich einer dabei. Auf den letzten Schritt. Ja, danke dir für das Spiel, Kralli, auch wenn wir uns nicht sonderlich angeregt haben unterhalten können. Ich würde jetzt tatsächlich auf jeden weiteren Spökes verzichten, einfach um den sicheren Sieg einzufahren, denn nach der Mega-Klatsche gegen Hennend bin ich darauf angewiesen. Ich lade dann auch hoch und hoffe beim nächsten Mal mit Ton. Dir noch eine erfolgreiche Liga. So, da wackelt sie mit den Ärschen. Zu Recht. Und ein knappes 2-1 im letzten Zug. So, Geld haben wir nicht viel bekommen, aber das ist uns egal. Wir haben schon so oft schlechter als 3 gewürfelt. Und wir wollen der natürlich den MVP bekommen hat, nicht kaufen. Eigentlich wollen wir keinen von den 5 Jungs kaufen. Ja gut, dass bei 50% des Teams Lonern der MVP wahrscheinlich auch auf einen geht, ist halt 50-50. So, wir hatten sehr viel Ballbesitz. Hatten etwas weniger Pässe, etwas mehr Tackles. Aber gut, Dunkelelfen haben mehr Rüstung, deswegen sind halt die höheren Ausfälle auf der anderen Seite durchaus gerechtfertigt. So, Starspielerpunkte-mäßig ist relativ ausgeglichen. 14 gegen 13 auf meiner Seite. Was daran liegt, dass ich halt wesentlich weniger Verletzungen verursacht habe als er. Beziehungsweise seine Verletzungen teilweise er selber schuld war. Also, natürlich waren es die Würfel schuld oder Naffel, aber bei Ausweichbewegungen oder Eigenblocks. So, Würfel brauchen wir uns nicht weiter angucken. Das ging mit mehr oder minder rechten Dingen zu. Wir gucken mal, ob wir Aufstiege bekommen haben. Ich glaube, wir haben keine bekommen. Unser Ratnoga hat sich gut eingelebt. Hat 2 Casualties gemacht in seinem ersten Spiel. Das ist schön. Ansonsten sieht das aber jetzt immer noch kacke aus. Wir haben 2, 4, 6, 8 Spieler, die aber wenigstens alle beim nächsten Spiel wieder dabei wären. Und wir haben doch einen Aufstieg bei Löffel Biskuit. Würfeln kurz und sehen eine 8. Also ein nicht besonderes Ergebnis. Was aber bei denen wirklich vollkommen egal ist. Und ich glaube, so ein bisschen Gewand finden wir jetzt
bei ihm gar nicht so schlecht. Das ist später ganz wichtig, Gewand irgendwann mal zu haben. Für den Fall, dass wir one-turnen müssen, ohne es eigentlich zu können. So, zurück. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Ugrutz.